Die deutsche Frauennationalmannschaft ist auf dem Weg nach Hause, aber wir bleiben dicht dran an diesem Endturnier in Australien und Neuseeland und besprechen jetzt die Achtelfinalspiele und das mit kompetenter Besetzung. Hallo Younes. Hallo. Und hallo Marcel. Hallo ihr beiden. So, dann gehen wir doch rein in die Achtelfinalbegegnung. Das erste Spiel, da haben wir noch eine deutsche Beteiligung, nämlich die Trainerin Inka Grings, Schweiz gegen Spanien. Younes. Ja, das ist für mich ganz klar, dass die Spanierinnen da auf jeden Fall die Vorteile haben werden. Allein schon spielerisch, wie sie es machen. Sie kombinieren sehr schön, suchen das 1-gegen-1. Und ja, das wird ziemlich schwierig sein für die Schweizerinnen, das zu verteidigen. Vor allem, weil sie bislang noch nicht die krassen Gegner hatten, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich, dass das für die Schweizerinnen die Endstation sein wird. Marcel? Ja, die Schweizerinnen haben ja eigentlich viel Offensivqualität. Eine Ramona Bachmann, eine Zrinogorcevic. Ja, Younes, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Anna Zrinogorcevic. Ja, genau, die meine ich. aber tatsächlich ist es momentan eher die Defensive, die überzeugt, denn die Schweiz hat noch kein einziges Gegentor kassiert. Aber völlig richtig, was Younes gesagt hat. Die Gegner waren eben auch noch überschaubar. Philippinen, Neuseeland, Norwegen, bei allem Respekt. Deswegen glaube ich da auch, dass es für die Schweiz jetzt Endstation sein wird. Und ich sage sogar, Spanien führt schon zur Halbzeit. Spanien gewinnt das Spiel und dafür gibt es eine Quote von 2-10. Und wie du schon gesagt hast, Marcel, also mit Ramona Bachmann und Anna Maria Zinogorcevic hast du natürlich zwei Top-Stürmerinnen, die international auch sehr viel unterwegs sind, auch in der Champions League. Und bislang haben wir da leider noch nicht so viel gesehen. Und das ist immer so die Enttäuschung in der Schweizer Mannschaft, finde ich. Man hat eigentlich von der Qualität her wirklich sehr gute Spielerinnen, aber sie können es auch auf dem Platz irgendwie nie ummünzen. Und das macht mich manchmal so ein bisschen sauer, weil ich ja natürlich auch viele von den Spielerinnen kenne und mir auch hoffe, als deutschsprachige Nationalmannschaft, dass sie natürlich auch weit kommen. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass das das letzte Spiel sein wird. Dann kommen wir zu den Geheimfavoritinnen, haben wir ja kurz thematisiert. Japan gegen Norwegen. Younes. Japan gegen Norwegen. Ja, für mich Japan mein Favorit, zusammen mit England. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Japanerinnen das Spiel rocken werden und es nochmal ein schönes Spiel zeigen werden, eine schöne Mannschaftsleistung zeigen werden. Ich bin gespannt. Ich meine, Carolina Hansen und Ada Hegerberg, von denen hat man bislang leider noch nicht so viel gesehen, außer im letzten Spiel. Aber ich glaube trotzdem, dass es Japan sein wird. Und Marcel wird da wahrscheinlich nicht widersprechen. Ja, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, einfach aufgrund der Tatsache, dass auf Japan jetzt ein ganz anderes Spiel wartet als gegen Spanien. Gegen Spanien konnte man sich wirklich auf die Defensive erstmal besinnen und auf das Umschaltspiel gehen, dass sie wirklich in Perfektion quasi gezeigt haben, die Japanerinnen. Und gegen Norwegen wartet ein Gegner, der auch eher defensiv stehen wird. Das heißt, ich glaube, es wird ein relativ torarmes Spiel geben. Das heißt, ich glaube an maximal 2 Treffer am Spielverlauf, also nach 90 Minuten. Dafür gibt es eine Quote von 1,70. Und trotzdem sei an dieser Stelle noch Hinata Miyazawa erwähnt. Die führt nämlich gemeinsam mit Alexandra Popp die Torschützenliste an. Und ich, Carsten, sag dir so viel, sollte sie noch mindestens ein Tor erzielen, wird sie am Ende auf jeden Fall vor Alexandra Popp bleiben. Da gebe ich dir recht, Marcel. Also es war echt, sie als Spielerin hatte ich nicht auf der Liste, ehrlich gesagt. Und was sie für ein Tempo-Dribbling hat, ist schon sehr beeindruckend. Ja, ihr seht schon, Marcel und Younes sind in Hochform heute Morgen. Wir haben noch 3 Teams aus Afrika dabei. Ja, das wird dich auch freuen, Younes, mich sowieso. Und dann haben wir eben die Niederlande, wie wir gehört haben. Ja, irgendwie hat er da einen Schwibschwager sitzen in den Niederlanden. Marcel, der findet die super. Was sagst du? Niederlande gegen Südafrika? Niederlande gegen Südafrika. Kann ich noch mal kurz was zu Afrika sagen? Ich meine, du sagst, du darfst alles zu Afrika sagen. Du kannst uns auch was zu Afrika singen. Nein, das nicht. Aber wir haben zum ersten Mal in der Geschichte 3 afrikanische Mannschaften im Achtelfinale. Und das ist ein Riesenerfolg für den afrikanischen Frauenfußball. Und das darf man nicht vergessen. Von daher freut es mich umso mehr. Man sieht die Entwicklung in Afrika. Es kommt an und also es macht mich unfassbar glücklich, so viele Mannschaften zu sehen, so viele neue Spielerinnen halt auch zu sehen. Von daher freue ich mich auf die nächsten Spiele im Achtelfinale. Und ja, Niederlande wird tatsächlich, also die haben sehr gut gespielt.
gegen Südafrika, sind sehr athletisch, haben jetzt auch überzeugt gegen Italien, finde ich, die Aktionen gehabt, die Tore gemacht. Allerdings glaube ich, dass Niederlande mit Lieke Martens und den anderen Mädels da definitiv das Spiel gewinnen werden. Marcel, ich glaube, bei dir steht außer Zweifel, dass die Niederlande das machen. Absolut. Und ich kann euch auch genau sagen, warum die Niederlande noch weit kommen wird bei diesem Turnier. Denn wenn Dominique Janssen, die eigentlich als großgewachsene Innenverteidigerin bzw. Abwehrspielerin vom VfL Wolfsburg eher für das Grobe in Anführungsstrichen zuständig ist, schon die Übersteiger auspackt, und das war tatsächlich der Fall im letzten Gruppenspiel, dann kann es auf jeden Fall weit gehen für die Niederlande. Und ich sage, sie werden dieses Spiel mit mindestens 2 Toren Unterschied nach regulärer Spielzeit gewinnen. Und dafür gibt es eine Quote von 1,70. Ja, Dominique Janssen auch nochmal zu erwähnen, Marcel. Sie, finde ich auch, hat bislang echt super überzeugt, vor allem immer wieder ihre Akzente nach vorne als Verteidigerin, hat, glaube ich, auch ein paar Vorlagen auch schon gemacht. Das ist wirklich sehr schön, sie da zu sehen als Verteidigerin in der Offensive. Das sieht man ja als Trainer wirklich sehr, sehr gern. So, und jetzt kommen wir mal wieder zu einer Ex-Mitspielerin von Younis. Schweden gegen die USA, da gibt es einige, die du kennst. Schweden gegen die USA, ja, tatsächlich kenne ich da nicht so viele, also in der USA, aus der Liga, ja, aus der NWSL, kenne ich einige Spielerinnen. In Schweden mit Blackstenius, Stina Blackstenius in der Offensive, sie kenne ich sehr gut, Magdalena Eriksson. Es wird ein sehr, sehr knappes Spiel, sage ich. Ich bin mir noch nicht sicher, wer es machen wird, wer ins Achtelfinale kommen wird. Aber ich glaube, dass wir da ein wirklich hochintensives Spiel sehen werden. Könnte für mich vielleicht auch ein Mini-Finale sein, einfach von der Qualität her. Daher bin ich mal gespannt. Marcel, vorgezogenes Finale? Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, weil mich beide Mannschaften noch nicht vollends überzeugt haben. Aber wo ich Younis auf jeden Fall recht gebe, dass es ein sehr enges Spiel geben wird. Ich glaube es nicht, dass sich eine Mannschaft deutlich durchsetzen kann. Deswegen sage ich zum einen unter 3,5 Tore, also maximal 3 Treffer in der regulären Spielzeit. Und dann entscheide ich mich letztlich doch für die Erfahrung der US-Amerikanerinnen und sage, dass sie in die nächste Runde einziehen, dass sie einfach jetzt nochmal eine Schippe draufpacken können. Denn was ich eben schon gesagt habe, das, was sie bislang im Turnier geleistet haben, das reicht nicht, um den Titel-Hattrick zu schaffen. Und ich glaube halt auch, dass es eine Riesenenttäuschung wäre, für die US-Amerikanerin so früh auszuscheiden. Vor allem, weil sie zweimal hintereinander die Weltmeisterschaft geholt haben. Deswegen hoffe ich mir, dass sie trotzdem noch im Turnier bleiben. Aber wie man halt sieht, kann man das irgendwie mittlerweile nicht mehr so wirklich wissen. Also von einigen Jahren wusste man, okay, die Deutschen werden bald kommen, die Amerikanerinnen werden bald kommen und vielleicht noch die Japanerinnen. Aber das hat sich jetzt geändert und das ist ja auch schön zu sehen, wie nah die Nationen einfach zusammenrücken. Von daher, Und Carsten, ganz kurz, Carsten, lass mich noch eins ergänzen. Die Quote, die habe ich nämlich noch nicht genannt, für diesen kombinierten Tipp, USA kommt weiter und unter 3,5 finden wir eine Quote von 2,0. Ja, ihr merkt, wir diskutieren hier so angeregt, da kommen schon mal die Quoten ein bisschen zu kurz. Entschuldige, Marcel. Also, Achtelfinale Nummer 5 und da haben wir dann das nächste afrikanische Team, Nigeria, und die spielen gegen England. Nigeria gegen England. Ja, umgekehrt, England gegen Nigeria. Das ist ein Spiel für mich. Ich kenne ja die meisten Nigerianerinnen, vor allem Asisat Oshoala, auch eine Offensivspielerin für FC Barcelona, die wirklich eine Präsenz auf dem Platz hat und mit einer Wucht da nach vorne vorangeht. Ich glaube aber trotzdem, dass die Engländerinnen, sie haben uns überzeugt in der Gruppenphase und sie werden es machen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich freue mich trotzdem für die Nigerianerin, dass sie es so weit geschafft haben. Allerdings wird es wahrscheinlich dann meiner Meinung nach eher vorbei sein dann. Ja, und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, Nigeria hatte mit Sicherheit nicht die Voraussetzungen organisatorischer Art wie das deutsche Team. So, Marcel, jetzt bist du dran. Ja, das deutsche Team hatte übrigens auch nicht die Voraussetzung, schon mal die Rückreise zu planen, denn es gab tatsächlich keine Rückreise. Das heißt, man hatte nicht damit gerechnet, dass man der Vorrunde rausfliegt. Man hatte sogar nicht mal damit gerechnet, dass man Gruppenzweiter wird. Das heißt, selbst im Falle eines zweiten Platzes in der Gruppe hätte man kein Plan B gehabt, hätte von Ort zu Ort tingeln müssen, plötzlich ab dem Achtelfinale. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Arroganz wird bestraft.
Ja, ich lasse es einfach mal so kommentarlos dahingestellt. England, Nigeria für mich aktuell die vielleicht sogar beste Spielerin des Turniers bei England. Das ist Lauren James. Da bin ich ganz ehrlich, die fasziniert mich. Die Schwester von Reece James. Die hat schon 6 Scorer-Punkte. Ja, also hat schon 3 Tore selbst erzielt. Das eine schöner als das andere. Und hat auch schon 3 Vorlagen gegeben. Das heißt auch die Topscorerin des Turniers. Und da muss ich sagen, England überzeugt mich. Und deswegen sage ich, Sieg England ohne Gegentor. 1,80 die Quote. Eine der beiden Gastgeberinnen, Australien gegen Dänemark, Younes. Australien gegen Dänemark. Ich bin tatsächlich eher dafür, dass Australien weiterkommt, allein als Gastgeber. Sie haben es sich auch erarbeitet, ohne Sam Kerr da die Leistung zu bringen, ist wirklich sehr beeindruckend, weil Sam Kerr natürlich nochmal den Unterschied macht. Ich hoffe, dass sie es im Achtelfinale schafft, wieder zurückzukommen. Ich weiß gerade nicht, wie der Stand da ist, aber ich denke, dass sie sehr wichtig sein wird, nochmal für die Mannschaft da gegen Dänemark zu gewinnen. Marcel, Australien, Dänemark. Also ich finde, das ist eine ganz enge Kiste. Absolut. Und ganz kurz zu Sam Kerr, also den Stand, den ich habe, dass sie eigentlich schon zum dritten Spiel mehr oder weniger fit in Anführungsstrichen gewesen wäre, dass man sich aber dann aufgrund des Spielverlaufs, wo ja Australien das Spiel dann irgendwann auch im Griff hatte gegen Kanada, dass man sich dann dafür entschieden hat, sie nicht zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt ändert in diesem Achtelfinale. Die Wade der Nationen ist Sam Kerr. Wird da auf jeden Fall, denke ich, zurückkehren. Ob das von Anfang an sein wird oder im Verlauf der Partie, das muss man sehen. Aber Carsten, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Für mich ist dieses Spiel mit sehr viel Überraschungspotenzial belegt. Und deswegen sage ich tatsächlich zu einer hohen Quote von 2,75, Dänemark zieht ins Viertelfinale ein. Oh. So, und jetzt kommen die Reggae-Mädels. Kolumbien gegen Jamaika. Was sagt Younes? Jamaika ist weiter, Brasilien ist raus. Ich bin gespannt. Es wird nochmal eine sehr gute Chance sein, für die Jamaikanerin ins Viertelfinale zu kommen. Das wäre nochmal ein unfassbar Riesenerfolg für die Jamaikanerin. Mich würde es persönlich freuen und ich bin gespannt. Was sagst du, Marcel? Ja, ich will vielleicht ganz kurz noch mal eins sagen, wo ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen unbeliebt mache, auch bei dir vielleicht, Younes, aber man sagt ja immer, oder die Frauen sagen ja von sich selbst, unser Fußball ist ein Stück weit anders als bei den Männern, vor allen Dingen, weil bei uns die Spielerinnen nicht so lange liegen bleiben nach Verletzungen. Was ich bei dieser Weltmeisterschaft sehe, ist allerdings Zeitspiel ganz italienischer Natur. Ja, Carsten, das an der Stelle, Ganz also das ist italienischer wirklich Natur. Was sind denn das hier teilweise für kann man sich das gar rassistische nicht mit Äußerungen? anschauen. Ja, man kann sich das wirklich nicht mit anschauen. Es passiert nichts. Eine Spielerin bekommt einen Ball an den Oberschenkel und bleibt dann 3 Minuten liegen, lässt sich mit der Trage abtransportieren. Ja, also wie gesagt, gar nicht despektierlich gemeint. Ich mag das bei den Herren genauso wenig wie bei den Frauen. Aber klar ist auch, die Nettospielzeit hat bei dieser Weltmeisterschaft bei den Frauen deutlich abgenommen. Ja, ich verstehe völlig, was du meinst. Für viele Mannschaften ist es tatsächlich aber eher so ein Mittel, um ein bisschen den Spielfluss zu unterbrechen. Und ja, man sieht es tatsächlich ungern, aber so ein bisschen nachvollziehen kann ich es dann doch wiederum. Und ja, ich meine, die Minuten werden ja dann nachgespielt, von daher. Ja, das finde ich übrigens gut. Also, dass wir lange Nachspielzeiten haben, das finde ich gut. Sind auch schon einige Tore passiert in der Nachspielzeit. Und Carsten, also aus Trainersicht möchte ich gerne auch noch eins den Trainern draußen mitgeben. Es ist mittlerweile ganz, ganz üblich, dass der Trainer mit seiner Torfrau, mit seinem Torhüter ein Codewort hat, das einfach kurz ein Signal gibt: Hier, Torhüter, lass dich mal bitte behandeln, weil er muss ja nicht raus, weil er eben der Torhüter ist. Dementsprechend hat der Trainer dann kurz Zeit, die Mannschaft zu sich zu rufen, taktische Anweisungen zu geben. Das sind quasi die Timeouts des Fußballs. Das haben wir tatsächlich auch. Also ich kenne das auch aus dem Verein, dass wir da gewisse Codes haben, die dann da ja, genannt werden. Und dann wissen wir, okay, alles klar, wir nehmen uns mal ja, die Zeit, um einfach mal runterzukommen und den Spielfluss zu unterbrechen. Das ist eigentlich schon ziemlich normal geworden, in Anführungsstrichen. Ja. Ganz genau, so Tiefe kannst du noch was. Einblicke in Ganz den kurz, Carsten, ganz kurz. Fußball, Abo Carsten. liegen lassen, Abo liegen lassen. Ja, ich muss euch ja mal einfangen, vor allen Dingen dich, Marcel. Und Kolumbien, Jamaika, wenn du mal einen Tipp geben würdest, dann wären wir auch zufrieden. Ja. Übrigens, so kann das dann auch passieren, dass Merle Froms nach einer knappen halben Stunde auf einmal ja, krampfähnliche Zustände hat. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass sie nicht fit war oder dass sie kurz verletzt war. Es hatte nur damit was zu tun, dass
Martina Voss-Tecklenburg, was ihre Mannschaft sagen kann. Und jetzt, Carsten, komme ich deinem Wunsch nach. Kolumbien gegen Jamaika. Für mich überraschenderweise Kolumbien relativ klar in der Favoritenrolle. Ja, wir dürfen nicht vergessen, bei Jamaika, die haben noch keinen Gegentreffer kassiert, haben mit Shaw eine sehr wuchtige, physisch starke Stürmerin vorne drin. Deswegen sage ich tatsächlich, Jamaika holt mindestens ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit. Es fallen maximal 3 Tore und dafür gibt es eine Quote von 2,07. Das letzte Achtelfinale, Frankreich gegen Marokko, das ist nochmal eine spannende Auseinandersetzung, denn es sind keine Nachbarländer, aber es gibt so viele Beziehungspunkte zwischen diesen beiden Nationen. Das ist schon aufregend, Younis. Absolut, also es ist auch ein Riesenhighlight für die Marokkanerin, als Underdog gegen die französische Nationalmannschaft spielen zu können. Für Frankreich wahrscheinlich ein etwas leichterer Gegner im Achtelfinale. Ich denke aber trotzdem, dass man die Marokkanerin nicht unterschätzen darf. Man hat es gesehen gegen die Südkoreanerin als auch gegen Kolumbien, dass da immer was drin ist. Sie haben trotzdem noch überzeugt als Neuling und das darf man natürlich nicht vergessen. Ich glaube allerdings, dass die Französinnen einfach so erfahren sind, dass sie es definitiv ins Viertelfinale schaffen werden. Genau, wir sind im Viertelfinale und Marcel nennt uns seinen letzten Tipp. Nein, Carsten, wir sind im Achtelfinale, aber wir gehen ins Viertelfinale. Ja, Schweinchenschlau, danke, ja. Kandiatou Diagne, das ist die beste Torschützin der Französinnen. Die hat jetzt beim 6:3-Erfolg gegen Panama gleich 3-mal getroffen. Wie Younis sagt, für mich auch Erfahrungsvorteile, Qualitätsvorteile, große Qualitätsvorteile sogar. Und deswegen sage ich, dass Frankreich dieses Spiel mit mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen wird. 2,27 die Quote. Und Carsten, du merkst, ich habe heute mal wirklich einige hohe Quoten rausgehauen. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall einen Aufhänger, um uns auch in dem nächsten Video wiederzusehen. Viertelfinale dann, die letzten 4 Spiele. Und wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier tun, dann auf jeden Fall Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wunderbar. Also, hier ist noch einmal der Überblick über die Achtelfinalbegegnungen und die Tipps. Nochmal herzlichen Dank an Younis und herzlichen Dank an Marcello. Und jetzt seid ihr dran.